in der Zeit zu einer neuen Folge am Fensterländer 2022, Türchen Nummer 14. Genau so sieht's aus, meine Lieben. Und der Luca macht was? Der flitzt schon wieder. Ja, heute sitzt er nicht auf dem Schoß, heute sitzt er neben mir. Und ärgert mich mal wieder, der kleine Schlingel. Aber nicht damit, sondern der ist schneller als die Polizei erlaubt hier. Da, guckt euch das an. Und jetzt, der übliche Wahnsinn. Der absolut übliche Wahnsinn hier. Ihr habt es gehört, ne? Was machen wir heute? Die Finger brechen. Die Finger brechen. Ja. Noch kommt sie nicht. Mal gucken, wann die Gusspfanne hier aufläuft. Wir bleiben jetzt einfach mal hier sitzen und wenn ihr gleich merkt, oder so boing, und ihr seht, was? Ihr wisst da Bescheid. Aber die Gusspfanne da mit dem langen Arm. So sieht's aus, nämlich. Du bist schneller als die Polizei erlaubt, ja. Ich auch. Nein. Doch. So. Dann machen wir mal. Gucken wir doch mal, was wir hier so Schickes haben. Also, es müssten hier drin sein. 1, 2, 3, 4. 4 Teile. Theoretisch. Müssten da 4 Teile drin sein. Also. 1, 2, 3. Ah ne, sind nur 3 Teile, aber für wir machen und wir machen hier doch 3 Schritte. Okay. Also. Das nehmen wir. Du musst das weiter dahin halten. Sonst sieht man das nicht. Wir brauchen mal wieder die. Und was ist das nicht? Ein Spiel. Genau. Warum ist das kein Spielzeug? Genau. Also halten wir das vernünftig und ruhig in meiner Hand. Auch für euch zu Hause. So, mein Lieber. Oh, hier oben, den konnten wir schon mal abmachen, weil der war leicht nur noch dran. Jetzt müssen wir hier ganz, guck, hört hier, da hin, Papa hält wieder dran, okay, warte, und los, na, ich will da hin, so, und knipsen, okay, sehr gut, das bleibt so. Luca, machst du das bitte richtig? So, und los. Oh, das ist weggeflogen. Das ist weggeflogen. Das werden wir wohl beim Saugen wiederfinden. Oder auch nicht. Hallo, hier. Mach es vernünftig, bitte. Meine Finger. Und du machst es bitte vernünftig. So, dankeschön. Bitte, die darf hier nicht mehr? Doch. Papa macht jetzt nur mal eben, guckt er hier nach, was hier ganz locker dran ist und macht das einmal ab. So, jetzt müssen wir da einmal abknipsen. So. Genau. Nicht auf dem Boden. So, und jetzt hier nochmal. Da. Da. Ach du lieber Gott. Oh, das war Beste. Ja, darf ich die jetzt einmal haben zum Nachknipsen, mein Schatz? Das hast du aber sehr gut gemacht. Und immer in einer Hand vernünftig festhalten. Und warum hast du eine kleine Zange in der Hand gehabt?
Weil die besser für deine kleinen Hände ist, ne? Aber selber Ha, so, meine Lieben, wir holen uns mal hier unseren Schlepper. Ja. Und wie ihr seht, wir sind schon echt verdammt weit. Und das ist hier echt, muss ich sagen, krasse Friemelarbeit. Denn das hätte ich nicht gedacht, dass der Fendt so aufwendig zum Zusammenbauen ist. Also der Porsche war schon krass und der Deutz waren auch schon krass vom Zusammenbauen her, aber dass der Fendt so heftig von den Kleinteilen ist, boah, Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal. Also die haben das jetzt so gehalten. Und jetzt müssen wir da vorne rein und da rein. Und zwar mit dem Teil hier. Boah, das ist. Also wir müssen jetzt hier in ein Loch. Wir müssen hier in ein Loch rein und wir müssen in das Loch rein. Das wird jetzt super krasse Friemelarbeit, glaube ich. Und das bei diesen Pranken. Ja, bitte. Ja, guten Hunger. Sehr gerne. So. Mein Hase, kannst du mir mal da oben die Pinzette angeben, die selber, ne? Genau. Ich kriege es nicht mit den Fingern hier rein. Es tut mir leid. Also, nehmen wir uns Hilfe und machen es mit der Pinzette rein. So. Also ohne Flachs, Leute, also das ist schon. Also das Teil jetzt ist eine Nummer für sich. Nicht für mich, sondern für Papa. Oder für Mama. In der Küche. Du zeigst gleich richtig ins Schlafzimmer. Hier ist nicht mehr. Ja. Ah, hat doch ohne geklappt. Doch noch die anderen Videos, das war für Lust. Genau, so. Also, das Teil hier. Moment, da. Das Teil hier haben wir jetzt dran gemacht. Hier, dieses Stückchen, was hier rüber jetzt geht, vom Kühler. So, und jetzt kommt das nächste Teil. Jetzt müssen wir uns hier die beiden Teile zusammenbauen. Es kann passieren, dass das Video heute mal wieder ein bisschen länger wird, denn wir müssen echt Kleinteile friemeln. Aber ich gebe mein Bestes. So. Und nun haben wir das Teil da angebaut. Okay. Jetzt gucken wir mal, wo wir. Hä? Wie soll das denn jetzt gehen? Muss das jetzt dahin? Papa, wie viele Tage Luca, bis du müsstest einmal. Wie viele Tage noch bis Weihnachten? Ja. Ja, wenn wir heute Video 10 machen. Dann noch 10 Tage. Hä? Wo muss denn das da rein?
Also, okay, das eine kommt da vorne rein, aber wo kommt denn das andere hin? So, Moment. Also. Ah, ich glaube. Ja, das sage ich dir aber auch sofort, mein Schatz. Dann wisst ihr das auch, heißt das? Naja, wenn wir heute dafür das Türchen Nummer 10 machen, dann sind es noch 14 Tage bis Heiligabend. Da freut sich schon einer, ne? In die Kommentare. Ja, so, jetzt müssen wir hier hin. Ja, so wie. Morgen kannst du was machen, bestimmt. Reifen. Wir kriegen unsere ersten Reifen morgen. Ich weiß nur nicht, ob die von der Vorderachse sind oder von der Hinterachse. Na, die werden ja nicht angeschraubt, denn das ist ja Click and Easy. So. Ihr Lieben, wir haben es geschafft. So. Jetzt zeige ich euch kurz, was habe ich dran gemacht. Und zwar, hier haben wir einen schwarzen Auspuff. Der geht jetzt nach hier hinten. Und ich glaube, er wird auch da irgendwo enden. Ich glaube nicht, dass da noch was drankommt. Und wenn doch, ja, okay, dann müssen wir friemeln. Aber wir haben jetzt hier ein kleines Teil dran gemacht, zwei Teile hier zusammengebaut, das war halbiert. Und jetzt nochmal die Auspuffanlage bis hier hinten zur Hinterachse. Und jetzt gibt es nur noch eine Kleinigkeit zu sagen. Und die sag nicht ich euch, sondern der Luki. Also, kleine Sekunde. Abonnieren, die Glocke, dann ihr auch dann Videos mehr verpassen. Genauso sieht's aus und von daher, wir wünschen euch einen schönen, baldigen dritten Advent morgen. Denn morgen ist der 11. und dann haben wir schon den dritten Advent. Von daher, genießt ihn. Und wir sagen Tschüss, bis morgen, bye bye Euer Teute. und Lucky. Ciao.